Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Und in Malvenfroh City sind wir jetzt angekommen. Ich muss mich hier irgendwie erstmal ein bisschen zurechtfinden. Da geht's irgendwie raus, okay. Also es gibt wohl eine Mitte, irgendwie einen linken Abschnitt und so. Wir gucken einfach mal weiter. Früher habe ich hier mal ein Geschäft betrieben, doch aus verschiedenen Gründen mussten wir schließen. Ich habe hier aber noch einige unserer Preise von früher. Kannst du damit etwas anfangen? Klar. Eine Gekabo-Puppe. Und eine Flemli-Puppe. Und eine Hydropi-Puppe. Ach, das ist ja lieb. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Endlich bekommen diese Pokémon-Puppen ein Zuhause. Und hallo, Happy. Happy kommentiert heute mit. Ist mir nämlich gerade hierher gesprungen. So, was haben wir denn hier? Kaffee-Ohrenschmaus, Kaffeemusik und du. Schauen wir doch mal rein. Was haben wir hier? Ich leite die Attacken-Nachhilfeschule dieser Stadt. Leider sind alle meine Schüler absolute Nullen. Oder hatte ich einfach nur Null-Schüler? Wie auch immer. Jetzt sitze ich hier und vertreibe mir die Zeit mit Tafelwasser. Seufz, wie schön das wäre, wenn ich Katie oder Veluetta eine Attacke beibringen könnte. Musik übt eine ganz seltsame Kraft auf mich aus, wenn ich mir ein Lied anhöre und ich sehe nix. Happy, danke schön, weiter geht's. Dass ich früher mal toll fand, fühle ich mich direkt in diese Zeit zurückversetzt. Willst du wissen, wo ich in Malvenfroh City am liebsten meine Zeit verbringe? Ja, bei der Pokémon-Reflexzonen-Massage natürlich, da muss ich gar nicht lange nachdenken. Schließlich wünscht sich doch jeder, dass ihn seine Pokémon gern haben. Mein Gitarrensound und die Singstimme meines Pokémons werden irgendwann ganze Stadien füllen. Yeah! Willkommen beim Café Ohrenschmaus, immer neu hereinspaziert. Lieder bestimmen die Zeiten, in denen sie entstehen, aber die Zeiten bestimmen auch den Inhalt unserer Lieder. Was für ein Lied würde die Zeit, in der wir gerade leben, wohl am besten zum Ausdruck bringen? Oh, wir kriegen die Themen mit 48 Kanon. Okidoki. Das ist für dich. Du bist ein Kind dieser Zeit. Was für ein Lied liegt dir auf den Lippen? Na, hat sich doch gelohnt, in das Café zu gehen. So, das muss ich mir nämlich mal angewöhnen, dass ich auch mal ein bisschen rumgucke in den Städten. Malvenfroh ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Der Radweg ist nur ein paar Pedalumdrehungen weit entfernt und es gibt hier jede Menge Fahrradabstellplätze. Oh ja, ich merke schon, es ist echt eine Fahrradstadt. Okay. Dann gucken wir doch mal hier rein. Oh, okay, und da passiert was. Hey, du Trainer, das ist dein erster Besuch hier, stimmt's? In der Gastromeile Malvenfroh geht es bunt zu, um hier was zwischen die Beißer zu bekommen, musst du einen bestimmten Ablauf einhalten. Als Stammgast kenne ich mich natürlich aus. Am besten erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Schritt 1, gib an der Theke deine Bestellung auf. Es entstehen insgesamt drei Gerichte zur Auswahl, also such dir aus, was dir am appetitlichsten erscheint. Wenn du bestellt hast, bekommst du einen Buzzer. Schritt 2, setz dich auf einen freien Platz und warte. Es dauert eine Weile, bis dein Essen fertig ist. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Während du auf dein Essen wartest, wirst du von anderen Gästen zum Kampf herausgefordert. Sie haben es alle auf deinen Sitzplatz abgesehen. Wenn du nicht mit leerem Magen gehen möchtest, musst du deinen Platz gegen sie verteidigen. Schritt 3, reinhauen. Wenn dein Buzzer den Signalton gibt, kannst du dir an der Theke deine fertige Mahlzeit haben. Cool, danach heißt es zurück an deinen Platz und guten Appetit. Na, ist doch gar nicht so kompliziert, oder? Wer ist, wo du schon mal hier bist, kannst du doch auch gleich einen Happen essen. Einem Anfänger wie dir empfehle ich einen Leckerbissen aus der einen Region, das Dorf-Sandwich-Menü. Es ist erst seit kurzem in Höhen erhältlich. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei jungen Leuten wie dir, die auf unkomplizierte Gerichte und Einzelkämpfe abfahren, ist es sehr beliebt. Alles klar, dann mach's gut. Ich hoffe, du genießt deinen Besuch. Dankeschön für die Erklärung. Nee, das ist cool. Das probieren wir jetzt aus. So, Bestellung aufgeben. Warte mal, aber wir quatschen erst noch mehr. Weißt du, wie man diese komischen Stahlhauben nennt, in denen man hier immer sein Essen serviert bekommt? Servierglocken nennt man die. Ursprünglich stammen sie aus der Kalos-Region, aber dann nennt man sie Klochisch. Oder Cloaches? Keine Ahnung. Der Besitzer der Gastromeine ist ein riesiger Kalos-Fan und hat sie extra von dort importieren lassen. Na schön, was gönne ich mir heute Leckeres? Na denn, Bestellung aufgeben. Ein Dorf-Sandwich-Menü, das macht 1000. Infos. Ein preisgünstiges Menü mit einem Bären-Sandwich in einer Portion. Ich kann es nicht aussprechen. Bay-Frite als Beilage. Besonders beliebt bei Kindern, die Einzelkämpfe lieben. Na gut, dann bestellen wir mal. Gut, Ihre Bestellung wurde aufgenommen. Hier nehmen Sie bitte diesen Buzzer. Ihr Essen sollte nach 5 Runden fertig sein. Bitte suchen Sie sich einen Sitzplatz und warten Sie dort so lange. Okidoki. Ah, okay, wir setzen uns automatisch. Schön. So. Na denn. Hey, Augenblick mal. Den Platz habe ich schon viel früher entdeckt als du. Also kämpfen wir. Gegen Teenager Pikachu mit einem Schneckmark. Oh, nice. Ich hoffe, das ist nicht so stark. Man weiß es ja nicht. So, wir haben zum Glück einen Felsgrab drauf. Level 17. Okay, sehr gut. Felsgrab-Attacke. Oh, wir werden ab. Nein, ein Escher. No. Au. Oh.
Das tut weh. Jetzt aber Felsgrab. Dankeschön. Jawohl. Sehr gut. So, Blue rechte 23 und wir besiegen den Teenager. Der Stuhl macht sich aus dem Staub. Ich hab verloren, also bleibt mir keine Wahl. Ich suche mal einen neuen Platz. Noch 3 Runden, bis ihr Essen findet. Noch 3 Runden? Ach so! Das geht nach Kampfrunden. In der Gastronomie muss man sich seinen Sitzplatz erst erkämpfen. Jetzt heißt es fressen oder gefressen werden. Ach so, nach 5 Runden ist das fertig. Und in der Zeit... Ah, I see, okay. Interessant. Okay, ein Mürerplan. Nochmal Felsgrab. Reicht leider nicht. Lockduft. Nochmal Felsgrab. Ah, du wärst ab. Nein! Nein! Mein Essen ist bald fertig. Aber gut, den machen wir jetzt noch platt hier. Also je schneller man ist sozusagen, desto mehr Kämpfe darf man machen. Okidoki. Na, das ist ja nicht schlecht. So, dann Müffel Schlammbad bitte. So, ach so, stimmt, ist ja selber. Ah, Mirapla war ja selber ein Gift-Pokémon. Stimmt ja. Na gut. So, dürfte jetzt aber hoffentlich reichen. Jawohl. Und Müffel erreicht Level 21. So, Lucina erreicht Level 23 und wir besiegen das Schulkind. Die Welt kann ganz schön grausam sein. So, jetzt müsste mein Essen aber fertig sein. Wer verliert, kann sich nicht zum Essen hinsetzen. Ich sag's euch, hier heißt es fressen oder gefressen werden. Der Buzzer gibt deinen Signalton ab. Du kannst dir dein Essen abholen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Hier ist Ihr Dorf-Sandwich-Menü. Guten Appetit. Es tut mir wirklich leid, aber das Brot ist nicht mehr besonders frisch und etwas trocken. Dementsprechend schmeckt es auch. Ja, weil ich länger gebraucht habe. Wo kriegt man das? Achso, okay, dann heilen wir uns voll und bringen unser Geschirr weg. Sehr schön. Alter, voll McDonalds-mäßig. Geil. Offiziell ist dieser Ort Gastromeile Meilenfroh, aber wer essen will, muss seinen Sitzplatz immer und immer wieder gegen andere Trainer verteidigen. Deshalb wird die Gastromeile auch die Kampffressmeile genannt. Ich quatsch jetzt hier nicht jeden an, oder? Kennst doch Frosina von den Top 4, oder? Ich habe sie neulich Eintopf essen. Sie hat ihre Nudeln so schnell runtergelungen, hätte sie eine Woche lang nichts zu essen bekommen. Schlimmmann, ist das lecker. Ich bin im Paradies. Wann ertönt endlich der Signalton von meinem Buzzer? Ich will einfach nur mein Essen genießen, von niemandem gestört werden. Seufzt, ist es lecker. Ich weiß, die Soße ist total ungesund, aber sie schmeckt so gut. Verrat, das jedes Gericht gibt es ja einen Zeitpunkt, zu dem es am besten schmeckt. Es lohnt sich, diesen Zeitpunkt genau abzupassen. Okay, dann müssen wir das mal testen irgendwie. Schmeckt himmlisch. Okay, Mampf, Mampf. Ist ein bisschen zu viel Salz. Hallo Trainer, hast du schon gewusst, dass es hier einen echten König gibt? König? Diese Bären sind mir ein bisschen zu bitter, die bekommen später meine Pokémon. Das heute habe ich endlich einen Platz abgekriegt, das hat sich echt gelohnt, Papas Pokémon mitzunehmen. Okidoki. Dann gehen wir mal wieder raus aus der Kampffressmeile. Und schauen mal auf die zweite Etage. Hier ist noch gar nichts los, was ist das hier? Kann ich das lesen? Attackennachhilfe bei Sing und Klingen, Nachwuchstalente gesucht. So, das war der, das hat man auch schon. Hier drüben, das okay. Was ist hier oben? Umkehrkampfservice für alle, die ihren Kampfalltag auf den Kopf stellen wollen. Na denn. Aha. Yeah, ein Beispiel Feuerattacke sind dann war es eher effektiv gegen Pflanzpokémon. Aber wenn die Umkehrmaschine mit dem Spiel verwendet sich das Blatt, dann sind Feuerattacken plötzlich nicht effektiv.
Ach so, das mache ich später. Okay, das ist Umkehrkampf und das aus der Prüfung. Ah ja, okay, gut. Dann schauen wir uns jetzt mal auf der zweiten Etage um. Lass mich nicht so belämmert an. Ich bin hier auf der Suche nach einem Pokémon namens Genesect, das... Hoppla, hier, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Okay, Genesect, also... Dachteras. Kämpfen? Sag mal, magst du eigentlich Pokémon? Klar, was echt, du magst Pokémon jetzt richtig gerne? Ohne Witz? Ja! Du magst Pokémon so richtig von ganzem Herzen? Ja, na klar, Pokémon. Was echt, Pokémon sind etwas, ohne dass du dir dein Leben gar nicht mehr vorstellen kannst? Ja! Dann habe ich hier was für dich. Ein Pokewedel. Das ist ein Pokewedel. Ich bin auch ganz verrückt nach Pokémon. Das ist ein Pokémon-Wedel. Pokémon-Wedel? Ah, okay. Ach, sowas wie eine Poké-Popo. Okay. Gut. Oh, ein Schweinbini. Schweinbini! Bini! So, du... Psst, hör mal, Kleiner, ich bin Besitzer eines Metronoms, das früher mal von einem unfassbar berühmten Musiker benutzt wurde. Weil du es bist, mache ich dir ein Sonderangebot. Für gerade mal 1000 Götterstil schlägst du zu. Metronom? Also Metronom? Na gut. Eine gute Entscheidung. Ich würde es dir schenken, aber weißt du ja, wie es in der Welt läuft. Und du musst nichts los. Gib das Metronom einem Pokémon zum Tragen. Wenn es dann ein und dieselbe Attacke mehrmals nacheinander setzt, steigt eine Weile lang mit jedem Einsatz ihre Stärke. Mit anderen Worten, halt drauf, was das Zeug hält. Oh, was hätte ich vergessen? Der unfassbar berühmte Musiker, von dem ich geredet habe, bin ich selbst. Neuestens fahren die Leute so auf meine Musik ab, dass ich nur noch in dieser Aufmachung vor die Tür gehen kann, wenn ich nicht von den Fans erkannt werden will. Dabei habe ich so gut wie keine Fernsehauftritte gehabt. Berühmt zu sein ist schon ein schweres Los. Na gut, wir haben ein Item bekommen. Das war auch ganz nett. So. Wenn ich zum Himmel hochschaue und die Wolken beobachte, stelle ich mir immer vor, wie das wohl wäre, wenn ich einfach auf ein Pokémon hüpfe und mit ihm durch die Lüfte sausen würde. Das wäre toll. Es gibt doch nichts Besseres als ein Sonnenbad, um Energie zu tanken. Da würde mir jedes Pflanzen-Pokémon sofort zustimmen, aber in meinem Alter habe ich da leicht reden. Ich kann mir hier nur so unbesorgt die Sonne über den Pelz scheinen lassen, weil ich längst aufgehört habe, mir über Falten den Kopf zu zerbrechen. Na gut. Vor langer, langer Zeit, als ich noch in Seeburg im Malmfroh angestellt war, gab es einen Zwischenfall, der mich bis heute nicht loslässt. Einer meiner untergeordneten Mitarbeiter hatte sich einen groben Schnitzer erlaubt und ich musste ihn feuern. Doch dann, als er bereits eine Weile lang nicht mehr bei uns gearbeitet hatte, traf plötzlich ein Paket für ihn ein. Laut Absender stammte es von seiner Frau. Offenbar hatte sie ihrem Gatten, der in weiter Ferne alleine für die Familie die Brötchen verdient, etwas Gutes zukommen lassen wollen. Dem Poststempel zufolge musste das Paket jedoch lange nach seiner Entlassung abgeschickt worden sein. Er hatte ganz offensichtlich nicht den Mut aufgebracht, ihr die Wahrheit zu sagen, und so lebte seine Familie weiter im Glauben, dass sie jeden Tag bei uns arbeitete. Diese Geschichte macht mich heute noch völlig fertig. Ja, kann man verstehen. So. Nichts. Heute ist ja eigentlich mein freier Tag, aber wenn ich dran denke, was mir morgen auf der Arbeit wieder blüht, kriege ich Kopfweh. Oh ja, das geht mir genauso. Echt jetzt? Kein Witz, du zahlst alles, was ich esse. Na klar, hau rein. Du bist jetzt schließlich ein Ast-Trainer, das muss gefeiert werden. Worauf hast du Hunger? Auf ein Dorf-Sandwich oder auf Magnetilo-Bällchen? Iss so viel, wie du willst. Das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Guten Appetit. Guten Appetit. Und jetzt leb wohl. Und leb wohl. Dies wird unser letztes gemeinsames Essen sein. Wenn du dein ganzes Leben mit mir verbringst, bremse ich deine Karriere als Ast-Trainer nur unnötig. Deshalb muss ich dich verlassen. Aber... Oh, wie hart. Wie hart. What the hell? So, geht's hier jetzt runter, ne? Yo. Du alter Charmeur, du sollst mich doch nicht immer so verschaukeln. Wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich diesen Jungspunden von Pokémon-Wettbewerb live allen zeigen, wo es lang geht. Mag doch sowas nicht, wahre Schöne, wie deine verliert selbst mit den Jahren nichts von ihrem Reiz. Nur weil mein Alter jetzt dreistellig ist, lasse ich mir doch nicht den Spaß an den Pokémon verderben. Ich bin mit meinem Team immer noch den ganzen Tag auf Achse und immer auf der Suche nach tollen Geheimbasen. Im dreistelligen Bereich. Nicht schlecht. So, wir gucken aber mal hier oben noch rum. Huch. Was passiert hier? Huh, was? Ende auf, keine Widerrede. Was? Ja! So, jetzt bin ich endlich los. Dieses Ding war einfach viel zu schwer für mich. Mach mit dem Nugget, was du willst. Hauptsache, ich muss es nicht mehr mit mir durch die Gegend schleppen. Scheißdreck. Ich fühle mich plötzlich so leicht. Was zum Geier war das? Okay, gut. Wir haben Nugget gekriegt. Das kann man verkaufen. Schau mal da drüben, das Mädchen und sein Pokémon. Die beiden haben mir mit ihrer wehmütigen Schönheit völlig den Kopf verdreht.
Kaum zu glauben, dass außer mir noch jemand den wahren Wert dieser zwei ungeschliffenen Diamanten erkannt hat. Sie haben eindeutig das Zeug zum Wettbewerbsstar. Aber Moment mal. Was sehen meine müden Augen da? In dir schlummert ja ebenfalls großes Talent, in der Tat sehr vielversprechend. Ich sehe es als meine Pflicht an, dich zur Teilnahme an einem Pokémon-Wettbewerb zu drängen. Ich habe schon an einem mitgemacht. Ich bin Dritter geworden. Das war der größte Pokémon-Wettbewerb-Erfolg, den ich jemals schaffen werde. Ach ja, die Pokémon-Wettbewerbe, vielleicht sollte ich auch mal an einem teilnehmen. Namino, bist du dieser Idee gegenüber positiv eingestellt? Ah, weißt du, Minun und so. Ah, boah. Zum Wortwitze. Bis vor kurzem war ich noch Studentin, habe oft die Vorlesung geschwänzt, um hier rumzulungern. Jetzt arbeite ich, kann mir sowas nicht mehr erlauben, so sehr es mir auch wehtut. Alter, sei froh, dass du einen Job hast, Mann! So. Ey, nicht so schnell bei Fuß! Ich zähle mich zwar noch nicht zum alten Eisen, doch die Zeit geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Meine alten Knochen wollen einfach nicht mehr wie früher. Also bin ich hierher gekommen, um meinen Enkel und sein Püffchen in aller Ruhe beim Herumzollen zuzusehen. Oh. Da, schau mal. Ach, ich wäre selbst gerne ein Schwalbini. Es muss ein tolles Gefühl sein, so hoch oben in der Luft den Wind im Gefieder zu spüren. Oh ja, das ist bestimmt toll. So, dann gucken wir mal eine Etage runter. Haltest du regelmäßig dein Videonavi an? Die Sendungen, die dort laufen, werden alle in einem Sendegebäude in dieser Stadt produziert und in ganz Höhen ausgestrahlt. Mal hier irgendwie in Nähe. Geht leider nicht. Da bin ich wieder unten. Okay, aber irgendwie ging es. Irgendwo ging es noch hoch. Warte mal, ich glaube hier links. Links hier hoch. Radler, zu Radlers Radladen müssen wir auch noch. So. Da ist doch was in der Mitte. Wie komme ich denn in die Mitte? Warte mal. Oben links. Gehen wir oben links runter. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie runterkommen. So. Auch nicht. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Warte mal, Fahrstuhl? Fahrstuhl hier? Da ist ein Fahrstuhl. Ah, da hier ist der Fahrstuhl. Erkennung fehlt. Dieser Aufzug kann nur von Mieter der Residenz Malvenfroh. Och, schade. Na gut. Oh, und da ist Heiko. Och, bitte, Onkel, bitte. Ich will wissen, wie stark ich geworden bin. Dafür muss ich einfach in diese Arena antreten. Bitte darf ich, bitte, bitte, bitte. Warum musst du immer alles überstürzen, Heiko? Seit du dein Leben den Pokémon widmest, geht es dir viel besser. Daran besteht kein Zweifel. Aber übernimm dich doch nicht gleich wieder, indem du plötzlich in einer Arena antrittst. Ach, ich übernehme mich schon nicht. Solange Trastler mir hilft, besiege ich jeden. Oh, hi, Cypher. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Trastler und ich viel stärker geworden. Mir liegt viel daran, dass du und mein Onkel das versteht. Deshalb meine Bitte, kämpf gegen mich, Cypher. Ja klar. Vielen Dank. Okay, fangen wir an. Gib alles, Trastler, wir müssen einfach gewinnen. So, eine Herausforderung vom Pokémon-Trainer Heiko. Und Trastler wird von ihm in den Kampf geschickt. Bisschen ungeschickt wirft er noch, aber... Dann los. So, wir gucken mal, was macht ein Absorber mit dem Ding. Ja, das zieht ordentlich ab. Säuselstimme. Okay, aber mit einem Megasauger dürfte das jetzt... Ja, das war's schon mit Trassler. Sogar Volltreffer. Boing. Und wir besiegen Heiko. Wow, Cypher, du bist so stark wie eh und je. Okay, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Cypher. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu sein. Sei doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heiko. Was hält dich davon ab, nach und nach stärker und stärker zu werden? Richtig, nichts. Komm, lass uns nach Hause gehen. Die warten schon alle auf dich. In Ordnung. Pfeiffer. Ich werde viel, 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 viel stärker werden. Durch diesen einen Kampf ist mir so viel klar geworden. Ich beginne zu verstehen, was ich Trastler mir zumuten kann und was nicht. Deswegen möchte ich dich um etwas bitten. Bitte erkenne mich als dein Rival. Ach, ich rede schon wieder dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe.
Bis demnächst. Oh, der arme Heiko. Ich mag ihn. Jetzt dämmert es mir so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Dass aus Heiko so ein zuversichtlicher Junge geworden ist, verdankt er allein dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Wir halten die VM6 Zertrümmerer! Wenn dir unterwegs rissige Felsen den Weg versperren, wird dir die Attacke Zertrümmerer den Weg ebnen. So, ich verabschiede mich dann langsam. Schau mal bei Gelegenheit bei uns im Wiesenflur vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und Heiko natürlich auch. Also mach's gut. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part. Wir haben uns in Waldenfroh City ordentlich umgesehen. Und in der nächsten Folge werde ich mal schauen, ob ich die Arena packe. Schauen wir mal. Und würde sagen, die heutige Frage zum Part. Was haltet ihr von der Kampffressmeile? Seid ihr schon weit? Habt ihr auch gerade erst angefangen wie ich? Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Comments. Ich finde es eine sehr schöne Sache. Es ist mal was anderes als das Pokémon-Restaurant oder die Kampfmetro oder sowas. Deswegen Daumen hoch von mir für die Kampffressmeile. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!